Guten Abend, herzlich willkommen zum Radiophonien-Funk-Kolleg des Ohrenmenschen. Das Ohr ist immer ansprechend. Es ist der bevorzugte Sinn der Aufmerksamkeit. Es wacht gewissermaßen an der Grenze, jenseits derer das Auge nicht mehr sieht. Das Ohr berichtet von Ereignissen, die sich der visuellen Wahrnehmung verschließen, die außerhalb des Blickfelds liegen, sich hinter unserem Rücken oder im Dunkeln ereignen. Während wir nur in Ausnahmesituationen die Evidenz des Sichtbaren anzweifeln, ist die Befragung des Akustischen allgegenwärtig, denn es operiert außerhalb der Logik des Visuellen und Schriftlichen und kann durch diese weder erfasst noch gänzlich verstanden werden. Das Klangvolle ermöglicht partizipatorische Momente und schafft Raum für Austausch, wie beispielsweise Jean-Luc Nancy in seinen bildwissenschaftlichen Überlegungen zeigt. Es initiiert Teilhabe, Weitergabe und steckt an. Wer Hörerfahrungen teilt, teilt auch Geschichten und Geschichte. Jedes Medium hat seine Geschichte, hat seine Geschichten und verwirrt seine Adressaten im Moment seines Erscheinens. Stimmen aus dem Äther ließen die Zuhörer erschauern, als handle es sich um einen okkulten Zauber. Wo dem Gesprochenen kein physisches Objekt zuzuordnen war, entfaltete sich der magische Effekt. Das Radio vergrößerte die Welt des Ohrenmenschen um ein Vielfaches. Der Klang, der auf die Ohren traf, war nun zunehmend von seiner Quelle getrennt und technisch vermittelt. Es galt zu lernen, im Rauschen der Apparate Stimmen und Musik, Geräusch und Sinn zu erkennen und auseinanderzuhalten. Damit wurde das Akustische zum Gegenstand einer völlig neuen Ebene der Reflexion und das Hören zu einer Arbeit am Hörwissen. Der Ausdruck Radiophonie, der mit dem beginnenden 20. Jahrhundert geläufig wurde, ruft diese Verhältnisse, jene doppelte Struktur zwischen Technik und Klang, Senden und Gesendeten, Apparat und Programm auf. Er adressiert eine Hörerfahrung, in der sich ein Klang mit den Nebengeräuschen von Medium und Kanal zu einem originären Erlebnis vereint. Die Grenzen zwischen Mensch und Apparat, zwischen Sender und Empfänger geraten erneut in Bewegung. Die Digitalisierung verändert die radiophonen Apparaturen und verschiebt ihre Verhältnisse. Vor diesem Hintergrund haben wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kunst, Musik, den Wissenschaften und dem Radio eingeladen, den Zustand, die Möglichkeiten und die Zukünfte des radiophonen Hörwissens zu untersuchen. Für diese Erforschungen gibt es nicht nur ästhetische und wissensbasierte, sondern auch politische Gründe. Die Frage danach, was empfangen wird und was gesendet, was ausgeblendet wird und was verstanden, folgt nicht nur technischen Prozessen und psychoakustischen Gewohnheiten, sondern auch Machtverhältnissen und Interessen im radiophonen Raum. Jede Hörfunksendung ist auch ein Radiolehrstück zur Einübung in eine neue Gesellschaftsform. Darauf wies bereits Bertolt Brecht in seiner Radiotheorie hin. Hier im Auditorium befragt das Radiophone-Funkkolleg in 5 thematischen Sitzungen die Erfahrungen, die wir im Laufe des 20. Jahrhunderts im Umgang mit den Radioapparaten eingeübt haben und die Teil unseres Wissens wurden. Motivgeber ist das etablierte Wissensformat des Radio- oder Funkkollegs. Ein Format, das die Welt in regelmäßigen Abständen davon unterrichtet, was es über sie zu wissen gilt. Das herkömmliche Funkkolleg macht vom Radio in ähnlicher Weise Gebrauch wie ein solches Auditorium, in dem wir uns gerade befinden, vom Raum. Das Medium selbst hat möglichst unsichtbar bzw. unhörbar zu sein, die Botschaft ungetrübt von den Widerständen des Kanals, die universelle Geltung des Gesagten ungestört vom Lärm seiner Produktionsbedingungen und den Stimmen der Ausgeschlossenen. Freiheit, Fortschritt und ihr Anspruch auf Allgemeinheit sind jene Resonanzkörper westlicher Begriffsbildung, die in dieser Architektur als auch im Radioraum widerhallen. Das Radiophonie-Funk-Kolleg wendet dieses Verfahren, hört in gewisser Weise in den Spiegel, um über sich selbst zu sprechen. Ein Motiv dieser Wendung ist die Akusmatik, die Bildung der Hörerfahrung. Sie geht auf Pythagoras Schüler zurück, die von ihrem Lehrer durch einen Vorhang getrennt waren, um ausschließlich hörend zu erfahren. Ein Vorhang, der die Sinne einschränkt, ermöglicht den Zugang zu einem sonst nicht zugänglichen Wissen. Es macht den Eindruck, als ob wir heute eine Perspektive auf die Radiophonie einnehmen können, die Motive und Möglichkeiten aus den ersten Jahren des Radios wiedererkennt.
nachdem der okkulte Zauber der körperlosen Stimmen in den letzten 100 Jahren zur technischen Selbstverständlichkeit wurden, bewegen sich die Themen und Beiträge der kommenden Tage wieder durch einen radiophonen Raum, der gefüllt ist mit vergessenen, verdrängten und gänzlich unbekannten Möglichkeiten, mit buchstäblich unerhörtem Wissen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich die Freude hatte, das letzte Jahr mit Radiophonie zu verbringen. Wir bedanken uns bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei den Forscherinnen und Forschern für die Beiträge und Arbeit zum Ohrenmenschen. Wir bedanken uns auch bei den Macherinnen und Machern, den Radioexperten, den Autorinnen und Autoren des Hörraums von Radiophonic Spaces. Wir freuen uns, dass Sie die alte Frage nach dem Ohr als Organ des Erkennens und Wissen neu stellen und unsere Ohren in den kommenden Tagen und Wochen auf das richten, was normalerweise ausgeblendet wird. Vielen Dank. Guten Abend, ich begrüße die Ohrenmenschen in diesem Raum, der für heute einmal mit Fug und Recht Auditorium heißt. Für einige Gedanken zum Thema Stimmgedächtnis und das algorithmische Ohr. Die Epoche des klassischen Rundfunks neigt sich dem Ende zu. Dieser melancholische Moment birgt auch eine Chance. Radio, das heißt die ephemere Sendung par excellence, wird als medienarchäologischer Erkenntnisgegenstand erst wirklich hörbar im Moment seines Verschwindens als Massenmedium. Das radiophone Gedächtnis ist auch das seiner Apparate. Von His Master's Voice aus dem Grammophon bis zu den Interferenzen in Tonbandmitschnitten von Maria Callas Arien. Fake Audio durch Machine Learning verunsichert das tiefliegende phonozentristische Vertrauen in die Präsenz der Radiostimme. Andererseits sind es die gleichen Algorithmen, welche neue Formen der Erschließung des radiophonen Archivs gestatten, ein Plädoyer für das computerbasierte, radikal medienarchäologische Gehör. Unter dem Titel Der Ohrenmensch, radiophone Erkundigungen, widmet sich das Haus der Kulturen der Welt dem Radio, einem Kommunikationsmedium des 20. Jahrhunderts, noch einmal im Moment seines Verschwindens. Das mag dramatisch klingen, erfasst aber zugleich das Wesen von Radio selbst. Elektromagnetische Wellen verschwinden bereits im Moment ihres Erscheinens. Die prinzipielle Gedächtnislosigkeit als Wesenszug von Radio rückt das technische Medium in privilegierte Nähe zum abendländischen Phonozentrismus, der Zentralität der Stimme als solcher. Inwieweit ist Radiophonie überhaupt gedächtnisfähig, wo doch das Archiv der symbolischen Ordnung des Alphabets angehört, nicht der Welt der Signale? Es ist ein hermeneutisches Missverständnis, wenn Klänge von Tonträgern gleich einer Radiosendung aus der Vergangenheit interpretiert werden. Das medienarchäologisch Interessante an der Radiophonie ist gerade das unwillkürlich übertragene Signal. Assoziieren Menschen antike Grammophonaufnahmen, meint dies nicht allein die Stimme eines Caruso, sondern auch das Knistern der Schellackplatte selbst. Das ist Hörgedächtnis im konkreten, apparativen Sinne, gleich dem Rauschen des klassischen, amplitudenmodulierten Radios oder den Tönen des telegrafischen Morsecodes. Retro-Digitalisierung antiker Schallträger zu Archivzwecken erfordert Oversampling, um auch die Geräusche des Geräts selbst und das Altern der Tonträger mitzudokumentieren. Zugleich wird damit ihr physikalisch-entropischer Verfall im Moment des Samplings stillgestellt. Die technische Analyse mit Hilfe von den klangalgorithmisch verbreitenden und in grafischen Darstellungen überführenden Softwarewerkzeugen vermag nicht allein verdeckte und ansonsten lediglich intuitiv wahrnehmbare Eigenschaften der Klänge aufzudecken und messbar nachzuweisen, sondern auch das Klangspeichermedium selbst. Mit klanganalytischer Software können medienspezifische, genuin radiophone Aussagen gemacht werden.
So ist bei einer 1916 entstandenen Aufnahme aus dem Lautarchiv der Humboldt-Universität erkennbar, dass das Aufnahmemedium keine Frequenzbestandteile über 4500 Hertz aufzunehmen vermochte, wohingegen die gegenwärtige Samplingrate für Compact-Disc bekanntlich bei gut 44.000 Hertz liegt. Tatsächlich strebt medienarchäologische Klangforschung danach, die Aufmerksamkeit von der einseitigen Privilegierung der aufgenommenen Sprach- und Klangsignale hin auch auf das Gedächtnis der Apparaturen selbst hin zu erweitern, wie es die medientechnische Forensik selbst praktiziert, etwa als Identifizierung eines Magnettongeräts anhand mechanischer Schichtverletzungen des auf ihm benutzten Magnetbandes. In Samuel Beckets Einakter Crabbe's Last Tape von 1958 fungiert neben dem Schauspieler sein Tonband als eigentlicher Hauptdarsteller im Medientheater. Die Medienkultur hat ein Gegengift entwickelt, das im gleichen Medium des Elektromagnetismus die Flüchtigkeit von Live-Radio zu bannen vermag. Die magnetische Tondraht, später Tonbandaufzeichnung. Bisweilen erinnert sich Radio hier unwillkürlich, etwa im Mitschnitt einer von Karajan dirigierten Aufführung von Donizettis Oper Lucia dell'Amor 1954 in der Mailänder Scala. Wir hören es jetzt gleich mit eigenen Ohren. Sie haben es vielleicht gehört, hier singt das Radio mit als Querfrequenz, als Übersprech in der Thomann-Aufnahme aus der Skala. Es gehört zum elektromagnetischen Wesen der Funkmedien, dass sie sich im Moment der Sendung auch schon verausgaben, mithin also auch im technischen Empfänger so flüchtig sind, wie für die menschliche Datensenke das gesprochene Wort. In den Grenzen von Lichtgeschwindigkeit ist auch der Empfang einer Live-Übertragung bereits eine Stimme von Toten. Radio, bis dass es von seiner Digitalisierung ergriffen wurde, wandelt Ton und Klang, überträgt ihn auch, aber es speichert nicht. Es ist gebunden an diesen jetzigen Moment des Radiomedium-Ereignisses auf der fortlaufenden Zeitachse, so Kollege Wolfgang Hagen in medienspezifischer Zuspitzung von Benjamins Aura-Definition. Demgegenüber stehen supplementäre, uneigentliche Bindungen des flüchtigen Radiosignals, die Magnettonaufzeichnung, analog etwa zu der MATZ, in der Fernsehproduktion. Frühe Röhrenradios verfügten über einen sogenannten Tonträgereingang, womit sie sich als Verstärker für elektromechanische Plattenspieler eigneten. Und noch der Kurzwellenempfänger Grundig Satellit, eine Radiolegende, verfügt über eine Schaltung mit der alternativen Option Radio Phono. Phono meint hier das externe Gedächtnis auf Schallplatte, die auf Dauer gestellten Wellen. Die Übertragung von sich vorausgabender Live-Sendung und der magnetischen Aufzeichnung derselben ist kein abrupter Sprung, sondern der Wechsel von einem hochfrequenten Trägermedium in den anderen, der allein die Niederfrequenz alias Sprache und Klang memoriert. In welchem Verhältnis stehen elektromagnetische Schwingungen als drahtlose Übertragung, als Radioübertragung zur sonischen Aufzeichnung auf Speichermedien wie dem Tonband? Die Kopplung von Radio- und Kassettenrekorder in klassischen Apparaten ist keine bloß arbiträre, sondern wesensverwandte. Hochfrequenzen dienen in der Magnetophonie nicht der Übertragung, sondern der Vormagnetisierung der eigentlichen Klangsignale. Radiophonie steht mit der Magnetophonie im Bund, also die Gegenwart mit der Vergangenheit oder dem Gedächtnis. Eine Verschränkung von Speichern und Übertragen. Hier fassen wir die Zeitform von klassischem Radio.
Das elektromagnetische Ereignis ist das Eigentliche am Radio. Was davon bleibt, ist der Kehrwert in medialer Übertragung als magnetophone Spur. Erst so vermag Radiophonie mit ihren körperlosen Klängen und Geräuschen nicht nur räumlich, sondern auch zeitliche Distanz zu überbrücken. Radiophonie, jene phänomenale Kulisse des eigentlichen Radios, bleibt als solche auch in der Tonbandaufzeichnung wirksam, selbst als ein direkter Mitschnitt auf Schallplatte. Nicht aber die Sendung, das Medienereignis selbst. So wird sich die geheime Medienzeit der von Menschen begriffenen Zeit namens Geschichte fortwährend entziehen. Der Trend geht zu weniger Hardware, zu mehr Software-Defined Radio. Und das heißt nicht mehr Live-Signalsendung, sondern Berechnung in Echtzeit. Mithin zeitunechtes Radio. Lassen Sie sich bitte von dem Begriff Echtzeit nicht täuschen. Verschwunden sind das klassische Senderrauschen und das Fading des Signals. An die Stelle der techno-idiosynkratischen Zeitsignale von analogen AM-Empfang tritt das digitalisierte, durch Mathematisierung geradezu zeitlose Signal. Henri Bergson kritisierte einst anhand der Chronofotografie die messend gerechnete Zeit als Verkennung des Zeitwesens. So wie Martin Heidegger die Zeit des numerisch vermessenden Weltbilds. Die Flüchtigkeit der Rundfunkmedien wird durch Digitalisierung buchstäblich aufgehoben. So klaffen radiotechnische Unzeit und das phänomenologische Gegenwartsbewusstsein des Radiohörens unversöhnlich auseinander. Die Option, durch algorithmische Erschließungstechnologien ganz ungeahntes Wissen aus den Klangsignalen zu entbergen, verlangt zum einen nach einem rigiden archivischen institutionalen Rückgrat bei gleichzeitig radikal medienarchäologischer Öffnung gegenüber den Fesseln der Signale durch präfigurative Klassifikation zugunsten stochastischer Markov-Kettenbasierter Erschließung. Das Active Archive-Projekt der Constant Association for Art and Media in Brüssel fragt daher seit 2006, Zitat, "How can archives be active beyond preservation and access? What would it take to give material away and receive it transformed?" Michael Murtagh und Nicolas Malevet unternahmen eine Reihe von Experimenten mit dem audiovisuellen Nachlass des finnischen Künstleringenieurs Erkki Kuriniemi. Die Webseite des Projekts umfasst im Logbuch algorithmische Sortierungen dieses Archivs, zumeist Datenvisualisierungen, aber auch die interaktive Erprobung der Sprachsignale, die in Kuriniemis Tonbandtagebuch auf Audiokassetten aus den 1970er Jahren überliefert sind. Im Rahmen einer Kuriniemi-Retrospektive im Museum of Contemporary Art in Helsinki widerstanden Murtagh und Malevet der Versuchung von O-Tönen und sendeten stattdessen von November bis März 2014 das Gedächtnis Kuriniemis aus Sicht der spektrumsortierenden Algorithmen selbst, als ausdrückliches, wie sie es nannten, Data Radio, definiert hier als a web radio that broadcasts Kuriniemis audio archive. Livestream is made of audio files from the archive, audio tracks from the movies and interviews. Over the days, different audios algorithms respond to the data being broadcast. Für einen Moment können wir jetzt einmal hören, wie sich denn das den Ohren nachts zu erkennen gab. Thank you.
Es handelt sich hier um Kassettenaufnahmen während Kuriniemis damaliger Autofahrten. Und die Leistung dieses Algorithmus ist es, nur die Stimmen aus den hunderten digitalisierten Audiokassetten herauszudestillieren, wo sein Sprechen in Sprechgesang übergeht. Das kann eigentlich kein menschlicher Hörer oder Hörerin über Stunden und Tage heraus so leisten. Aber dieser Spectrum Sort-Algorithmus kann eben dieses musikalische Element des Live-Tracking, des auditiven Live-Tracking von Kuriniemi sortieren. So löst also dieses Werkzeug eine digitalisierte Klangdatei in Proben von Zehntelsekunden auf, resultierend in einer Menge dynamischer Tonstufen und werden darauf die intensivsten Werte extrahiert, lässt sich daraus eine neue Audiodatei erschaffen, welche dann eben diese Samples sortiert. Auf die Art wird etwas geleistet, was wir vielleicht von standardmäßigen Effektoptionen von Audio Engineering Software auf unseren Rechnern haben, etwa das Remove Silence Werkzeug. Algorithmisch lässt sich damit etwa Intendiertes von nicht intendiertem Schweigen trennen. Auch Pausen, nicht nur im Symbolischen der Sprache, sondern im Realen des Tonträgers, werden somit sichtbar. Mithin die medienarchäologische Analyse gewährt dem technischen Medium selbst eine Mitsprache. Wie lauschen wir also dem Lautarchiv algorithmisch? Wahre Klangarchivforschung, welche Michel Foucaults Begriff von L'Archiv in Zeiten von Digital Humanities in Anschlag bringt, ist die kritische Offenlegung von Algorithmen digitaler Audiosignalverarbeitung. Also nicht die Klänge offenlegen, sondern die Algorithmen, die uns diese Klänge überhaupt erst zu hören geben. Ein Klangspeicher wie das 100-jährige Berliner Lautarchiv, um nochmal darauf zurückzukommen, lässt sich somit in ein Informationssystem transformieren, durch massenhafte Prozessierung und Berechnung dieser Datenmengen, analog zu dem, was Lev Manovich einmal so definierte, how to compare 1 million images. Das kann man ja auch mit Tönen, aber nur der Computer kann das. Damit ist das Ohr nicht mehr auf das einzelne Klangartefakt gerichtet, sondern ermöglicht als distant hearing, analog zu Franco Morettis Schlagwort aus der Literaturforschung, deren umfassende Kombinatorik. Stand die klassische symbolische Archivordnung noch auf Seiten der Statistik, erlaubt es die stochastische Analyse von Signalwelten, und wir reden hier immer von Audiosignalen, damit eine andere Struktur des Archivs offenzulegen. Erst durch Diskretisierung solcher Signale entsteht potenzielle Information. Doch eine Kehrseite der Digitalisierung liegt in der gemeinhin damit einhergehenden Signalreduktion. Selbst verlustfreie Kompression zeitigt Limitierungen im aufgezeichneten Frequenzspektrum. Der aktuelle Medienumbruch namens Digitalisierung ist die große Transkription des kulturellen Erbes. Jedes Digitalisat unterwirft die Signale weithin unsichtbaren technischen Protokollen und Machtstrukturen. Das mithin noch nicht Berechnete wird damit komputierbar gemacht. Dieses L'Archiv, wieder im Sinne Foucaults, erfordert eine neue Form von Quellenkritik im Sinne aktiver Digital Humanities. Und damit komme ich am Ende zu dem Phänomen der falschen Stimmen. Im Machine Learning kommt das menschliche Ohr als Organ des Erkennens und Wissens radiophoner Effekte an seine Grenzen. So kann etwa John F. Kennedys Rede vernommen werden, die er nach dem tödlichen Attentat in Dallas 1963 eigentlich zu halten gedachte. Ich komme darauf nochmal zurück. Edisons Phonograph induzierte eine fundamentale Irritation der menschlichen Wahrnehmung von Präsenz und von Gegenwart auf Signalebene. Plötzlich kann ich die eigene Stimme aus der Vergangenheit hören. Aus der technischen Aufnahme resultierten sogenannte körperlose Stimmen, etwa Carusos Stimme von Grammophonplatte. Mit dem Vocoder, der von Homer Dudley an den Bell Labs für Telefontechnik in den USA entwickelt wurde, ist die Synthetisierung künstlicher Stimmen möglich geworden, wie es schon der Begriff des elektroakustischen Synthesizers nahelegt. Der Sirenengesang der hochtechnischen Moderne ist das.
Damit ist ein akustischer Turing-Test aufgerufen. Singt hier Mensch oder Maschine? Die heutige Eskalation heißt Deep Learning, das Antrainieren des Computergehörs mit Big Data, Big Audio Data, um hernach automatisch individuelle Stimmen zu regenerieren. Hier hinzu gesellt sich Audio-Software zur Personalisierung von Stimmen. Modellierung der Welt in der Epoche von Hochleistungsrechnern heißt Simulation. Im Zeitbereich vermögen menschliche Sinne nicht mehr zu entscheiden, ob die Signale live oder von Band in Radio oder TV gesendet werden. Die versehentliche Einspielung des Vorjahresvideobands in Helmut Kohls Neujahresansprache als Kanzler wurde damals gar nicht bemerkt. In den Epochen von Humanismus und Renaissance wurde für alphabetische Schriften eine Quellenkritik entwickelt. Hier war der Code noch lesbar für Menschen, nicht aber für Signale, die von Menschenaugen nicht entziffert werden können. Genau dies leistet nun digitale Forensik für Fälschungen an Bildern und Tönen, auch hardwareseitig, etwa Matthew Kirschenbaum mit Blick auf Computerfestplatten. US-Präsident John F. Kennedy, schon erwähnt, wurde in Dallas Opfer des Attentats im November 1963. Und dennoch, seine Stimme konnte zum ersten Mal gehört werden, wie er seine geplante Rede hätte halten sollen. Das Unternehmen Searprog in Edinburgh verarbeitete Tonaufnahmen von 831 seiner tatsächlich auf Thomann aufgenommenen Reden, um daraus die intendierte 20-minütige Rede dieses Tages, die er nie gehalten hat, zu rekreieren, konkret alle fast 30.000 Wörter. Dies gelang durch Auflösung der aufgenommenen Worte in phonetische Einheiten zum Zweck ihrer Resynthese. Machine Learning und KI dienten der Analyse der individuellen Tonhöhen und Silbendauern Kennedys. Und aus den überlieferten Reden wurde dann diese nicht gehaltene Rede nach seiner Ermordung tatsächlich hörbar. Sie können das im Internet sofort abrufen. Einschließlich des technohistorischen Knisterns und Rauschens der analogen damaligen Aufzeichnungstechnik als quasi Atmo, sodass wir dem intuitiv eine historische Zeugenschaft zugestehen. Es ist eine ganz klare Fake-Audio-Quelle, es ist eine Nicht-Quelle. Soweit die Text-Speech-Verstimmlichung. Alternativ dazu erlauben Markov-Ketten aus den bisherigen Textmengen gar eine neue Rede semantisch zu komponieren und zu verlautbaren. Hörgedächtnis an eine Klangvergangenheit, die nie Gegenwart war. Der Begriff des algorithmischen Gehörs erinnert zum einen an kybernetisches Denken. Gordon Parsk hat elektronische Komponenten derart zusammengeschaltet, dass sie adaptiv auf Schall reagierten und mit der Zeit ein elektrotechnisches Ohr entwickelten. Zum anderen aber ist damit das feine Gehör der Algorithmen selbst gemeint, welches auf umfassend digitalisierte Audiodaten angewandt, darin implizites Wissen zu entbergen vermag. Sonic Analytics ist Rhythm-Analyse, wie es Lefebvre vielleicht genannt hätte, im technomathematisch präzisen Sinn, mithin algorithmisiert, wie es Kollege Miyazaki in Basel formuliert. Mit ihrer Digitalisierung zu Big Data lässt sich das bislang passive und schweigende Klangarchiv aktivieren, verlautbaren. Radiophonie wird gemeinhin als das technisch vermittelte Hören von Klang und Raum definiert. Ist der Körper, ist unser Körper wirklich das eigentliche Empfangsgerät in der radiophonen Konstellation? Insofern hier das menschliche Gehör im Zentrum steht, handelt es sich in der Tat um eine körpergebundene kulturelle Technik. Dagegen aber steht das medienarchäologische Verstehen im Sinne von McLuhans Understanding Media von 1964. Denn das stellt das technisch Vermittelte ins Zentrum der Analyse. Sender und Empfänger sind in dem nach wie vor modellbildenden Diagramm von Shannons Nachrichtentheorie, die ich dauerhaft hier Ihnen zu sehen gebe, eben nicht Münder und Ohren von Menschen, sondern elektrotechnische Wandler. Mensch ist nur ganz links Produzent der Signale und am Ende Senke, Datensenke. Aber da Sie sehen, Receiver, der Empfänger, als den wir uns meist definieren, besonders wenn es um Radio geht, der Empfänger ist erstmal der technische Apparat, der diese
Frequenzen wieder aufzulösen vom Mark. Also die eigentliche Radiophonie findet innerhalb der Technik selbst statt, die von uns gar nicht gehört wird. Genau dieses technische Hören aber bleibt in der individuellen und kollektiven Radiowahrnehmung zumeist aus, genauer eingeklammert, eine systematische Epoche. Der Ohrenmensch ist das eine, die Ohrentechnik etwas anderes. Die Radioastronomie weiß davon ebenso wie Douglas Kahns medienwissenschaftliche und Jan-Peter Sonntags medienkünstlerische Erforschung von sogenanntem Natural Radio. Es gehört zum Wesen der Akusmatik, wir haben den Begriff eben gehört, also der den Augen verborgenen Klangquelle, das für menschliches Gehör ununterscheidbar ist, ob die Klangerzeugung womöglich unmenschlicher Natur ist. Eine fundamentale Irritation des Logozentrismus, episch formuliert schon im Sirenenmotiv von Homers Odyssee. Und hiermit komme ich fast zum Ende. Klang als Menschenhörbarer ist nur eine Untermenge, einer Unmenge von Vibrational Forces, wie es Steve Goodman treffend nennt. In seiner Signalbotschaft als Zeitform verstanden, lohnt die Entdeckung des implizit sonischen am und im Radio selbst. Als eine technophysikalische Verkörperung des Geistes, sprich hunderte von Jahren kulturellen Wissens in Allianz mit konkreter mit der Materie. Unter diesem Aspekt wird derzeit mehr gefunkt denn je, wenngleich nicht mehr primär als jene Wellenformen, die den Menschen aus Lautsprechern als Sprache und Musik ereilen, sondern als diskrete Pulse der mobilen Datenkommunikation, ob drahtloses Internet oder auch andere Formen des Pulssendens. Aus Radiophonie ist implizites, eingefaltetes, unheimliches Radio geworden. Funk, seine vernehmbare Phonie, verstummt. Wir hören da keine Stimme mehr, keine Phoné. Aber es ist mächtiger am Werk der Kommunikation denn je. Wahrscheinlich werden hier Maschinen selbst die besseren Hörer sein als Ohrenmaschinen, Understanding Media im aktiven, wörtlichen Sinn. Und daher danke ich den Menschen und den Maschinen für das Gehör, das sie mir gerade geschenkt haben. Dankeschön.